Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche. Montagnacht, freie Nacht. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über was, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Micha. Micha ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Micha. Freut mich endlich mal durchzukommen, ja, so bei dir. Um was geht's bei dir? Ja, es geht einfach darum, dass ich eben halt jahrelang so mit verschiedenen Bekannten über verschiedene Thematiken von wegen Dinge, die es nicht gibt, reden wollte, weil mir dann einmal im Leben was widerfahren ist. Und das war am Tag vor ungefähr jetzt 8 Jahren, wo das starke Erdbeben in Deutschland geherrscht hat, falls du dich erinnern kannst. Kann ich gut. Ja, ich sag mal, ich habe mit deinem Kollegen ja schon gesprochen, dass ich dann auch sagen werde, dass ich mir einen Joint geraucht habe in dieser Nacht, dass der Zufallsgenerator eben halt so gezielt war, dass nach diesem Joint irgendwie ein Licht ins Zimmer geflogen kam. So, das Licht kam durch die Wand, unfassbar, so wie es klingt. Ja, stand über dem Bett, surrte unheimlich, war dreimal so groß wie eine Flipperkugel. Ja, mein Problem ist eigentlich, dass ich mich mit niemandem drüber unterhalten kann. Also nein, du lagst im Bett. Ja, hattest du vorher einen geraucht? Ja, so ist es. Und dann kam irgendwie durch die Luft geschwungen ein Lichtball? Ja, richtig. Und das blieb dann über dir, über dem Bett stehen? Ja. Und dann? Wie lange blieb es stehen, ja, erstmal? Das war Bruchteile von, ich denke mal, 10 Sekunden, 15 Sekunden circa. Ja, und dann ist es und dann verschwand es wieder? Ja, so mit dem Erdbeben, wo es aufhörte praktisch. Also es war exakt zeitgleich während des Erdbebens? Ja, da, wo das Erdbeben also den Höhepunkt erreicht hat und dann wieder am Abflachen war, sagen wir mal so, oder auf einmal, ja, da war ich ja richtig schön benommen. Ich wollte gerade sagen, ist das ja eine schöne Geschichte, aber die hat natürlich einen Haken. Du warst bekifft und wenn man bekifft ist, kann man vielleicht Dinge wahrnehmen oder nimmt Dinge wahr, die man so im normalen Leben überhaupt nicht sehen oder hören oder riechen oder weiß ich was würde. Vollkommen richtig, aber dazu muss ich dir sagen, ich war im ersten Moment nicht geschockt, ich war mehr blöd am Gucken, so, weil ich wusste damit überhaupt nichts anzufangen. Nur neben mir lag meine Freundin nun mal und ich frug die dann, sag mal, siehst du das auch so? Und ich habe jetzt damit echt auch irgendwie gerechnet, dass sie zu mir sagt, nee, da ist nichts und da wäre ich auch viel besser mitgefahren in dem Moment, aber wo die mir dann sagte, wie machst du denn das komische Licht da über uns, was soll denn das? Ach. Und die hat dann auch gesehen hat, so dann da habe ich eigentlich erst einen Schock gehabt. Ja, das verstehe ich. Also da kam ich in diesem Moment nicht klar. Ich habe gerade im ersten Moment gedacht, Mensch, der war bekifft und hat da irgendwas gesehen. Aber wenn du jetzt erzählst, dass deine Freundin, die nicht bekifft war. Ja, richtig, nee, die hat nie getrunken. Die war ganz nüchtern. Ja, also Mensch, der gerade ausläuft, ich bin immer halt ein Künstler und die hat das von sich aus gesagt, was ist denn das da oben? Ja, ja, das hat mich auch ein bisschen von meinem Thron runtergestoßen. Ja, das finde ich auch schon ein bisschen, fast schon ein bisschen gruselig. Ja, nee, das war nicht gruselig. Naja, gut, aber es ist ja... Ich finde das so interessant, das verdreht mein ganzes Leben irgendwie, weil ich will das unbedingt wiedersehen, aber da kommt nichts. Aber, also, es sind ja schon seltsame Konstellationen. Es war ein Erdbeben, du hattest etwas geraucht. Ja, und dann ist es passiert und du lagst im Bett. Ja, das ist auch der Geburtstag meiner Tochter so. Die ist auch mit 4 Jahren in die Schule gegangen, ist ziemlich intelligent und zudem... Sag mal, Micha, als deine Freundin das dann auch gesehen hat, dieses Licht über euch, über eurem Bett, und plötzlich war dann klar, dass das irgendetwas war, was irgendwie übernatürlich ist, war die geängstigt? War die geschockt irgendwie? Ja, die war am Schlottern und panisch, sag ich mal, mit Atemnot beschäftigt. So, ich will dir nämlich sagen, wenn mir sowas passieren würde, hätte ich richtig Schiss. Ich würde, glaube ich, auch zittern oder auch irgendwie in einen Schockzustand verfallen. Ich würde im Bett liegen und über mir liegen, jetzt kommt plötzlich so eine Lichtkugel. Also. Ich sag mal, ich war viel zu sehr damit beschäftigt, die zu beschützen, weil ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Ich habe dann nur gesagt, nachdem danach kam ja noch eine transparente Gestalt, da weiß ich überhaupt nicht, was ich davon halten soll, die hat schon menschliche Züge gehabt, bei dem halt nur transparent, grün, durchsichtig, ne? Ach, geht noch weiter. Danach, das Licht verschwand durch die Wand und dann kam dieses Wesen. Und da habe ich meinen Schließmuskel fast nicht mehr im Griff gehabt, Domian, und habe da nur rumgefurzt und habe gesagt,
wenn du das jetzt auch noch siehst und wo dir gesagt hat, was ist denn das? Und da fing jetzt an zu weinen, so, da habe ich mich vor die gelegt und habe gesagt, das hat sie also auch gesehen, dieses Auge. Ja, das hat sie auch gesehen und habe ich nur gesagt, pass auf, wenn du das siehst, was da vor jetzt vor unserem Bett steht, dann rennen. Ich habe so eine Vaterlandsangst gehabt, ich wusste wirklich nicht mehr, wie ich agieren sollte. Also das Ganze nur darum, meine Frau zu beschützen. Irgendwie habe ich gesagt, renn durch die Tür, aber die konnte gar nicht aufstehen vor lauter Atemnot. Das Ganze liegt jetzt 8 Jahre zurück. Ja. Aber du erzählst es so, als wäre es gestern gewesen. Ja, also mir ist immer so eine Sache, ich habe viele Bekannte und auch gute Freunde und wenn ich eine über den Durst getrunken habe, ist mir des Öfteren passiert, dass ich dann eben mal die Geschichte loswerden wollte, klare Sache. Aber du hast jetzt nicht einen über den Durst getrunken? Nee, Gottes Willen. Nein, aber ich kann das ja auch, ich kann es ja auch verstehen, wenn einen so etwas so beeindruckt hat, dass man das auch nach Jahren, auch nach 8 Jahren dann nochmal so richtig klar erzählen kann. Ja, ich möchte das schon gerne verdrängen, aber ich denke mal, das ist ein Einschnitt irgendwo in meinem Leben gewesen, den ich da irgendwo gar nicht festsetzen kann, mit irgendwas vergleichen kann oder aber es ist womit jetzt, ich an nichts anfangen kann. Es ist einmal passiert, es hat sich dann nie irgendwie etwas wiederholt. Ja, danach immer, so viel Zeit haben wir gar nicht, was danach ist passiert, ist also sowieso kurios, außer dass ich tot war, offiziell und. Na gut, aber nicht an solchen Erscheinungen. Ich weiß es nicht, aber seitdem habe ich eben halt kuriose Dinge in meinem Leben mitmachen müssen und meine Frau eben vielleicht auch beobachten. Vielleicht ziehst du ja irgendwie so eher übernatürliche Dinge an, kann ja sein. Ja, das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Ich meine, ich habe da auch keine Scheu vor, wenn da sowas kommt. Ja. Nur wenn ich das will, passiert eben halt nichts und dann an den unmöglichsten Stellen, egal wo ich hingehe, auf einmal ist da irgendwas los. Wir machen mal Folgendes, Micha. Du bleibst jetzt bei uns in der Sendung, also verfolgst die weiter im Fernsehen oder im Radio. Und wir können ja mal die Zuschauer auffordern, die so ähnliche Sachen erlebt haben oder die das vielleicht erklären können, was du erlebt hast. Und mal hören, was die Leute erzählen. Vielleicht kannst du daraus auch noch irgendwas. Ja, super geil. Irgendwas lernen auch. Okay? Ja, okay. So machen wir es, Micha. Schönen Gruß an die Freundin. Ja, ich danke. Tschüss. Tschüss. Kurzes Fax zu unserer neuen Deko. So neu ist die ganze Deko ja auch gar nicht. Marco schreibt. Neue Deko finde ich klasse, kurz und bündig. Es geht ja auch nur um unser Hirschgeweih. Nee, da muss ich Ihnen zeigen, dass wir anders platziert haben. Und Sandra schreibt mir, faxt mir, hi Domian, deine Dekoration im Studio gefällt mir sehr gut. Jetzt kommt richtig dein Geweih zur Geltung. Das mit der bayerischen Nacht finde ich auch eine gute Idee. Also, ich habe ja vorgelesen, vorige Woche, dass ein Zuschauer vorgeschlagen hat, mal eine lange Domian-Nacht zu machen, 4 Stunden lang. Und es sollen nur Leute aus Bayern anrufen. Warum nicht? Also Sandra findet das auch sehr gut und sagt, das ist eine gute Idee. Aber es wäre doch auch toll, schreibt sie weiter, wenn nicht nur die Bayern, sondern auch die Tiroler dabei wären. Die haben doch fast denselben Dialekt. Das wäre mein Vorschlag. Viele liebe Grüße aus dem Schwarzwald, dein treuer Fan. Sandra. Und René schreibt, du hast am Freitag einen Brief von Else Schmidt über Harald Schmidt vorgelesen. So war's. Frau Schmidt hat sich darin sehr kritisch und distanziert über Herrn Andrack geäußert. Das stimmt auch. Ich kann Frau Schmidt gut verstehen, schreibt René. Weil er, Herr Andrack, in der Show ist und dort immer mitmacht, gucke ich kaum noch die Schmidt-Show. So, das war ein bisschen Postecke hier bei Domian am Montag. Und es geht weiter mit Sebastian. Und Sebastian ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sebastian. Um was geht's? Ja, um einen Freund. Und zwar, der hat sich voriges Jahr an der Silvesternacht, also von 2000 auf 2001, das Leben genommen. Mhm. Dein bester Freund? Ich war mit ihm 4 Jahre zusammen. Ach so. Mhm. Ja, und... Warum hat er sich das Leben genommen? Ja, die Frage habe ich mir eigentlich auch immer gestellt, aber ich bin nie irgendwie dahinter gekommen. Und zwar, was ich danach erfahren habe, ist, seine Eltern haben das nie akzeptiert, dass er schwul ist. Mhm. Und haben ihm das Leben zur Hölle gemacht. Und ja, eben, sage ich mal, irgendwo misshandelt deswegen. Misshandelt? Ja, der Vater, der war so leicht ein bisschen was rassistisch. Wie alt war denn dein Freund? Wie alt ist er denn geworden? 19. Das Ganze liegt jetzt dann 2 Jahre zurück, ne? Von 2000 auf 2001, sagst du? Ja, das ist jetzt, ja, dieses Jahr wären es 2 Jahre, ja. 2 Jahre. Wie lange warst du mit ihm zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre?
Ja, wir waren damals 15 und, haben uns kennengelernt und hat auch auf Anhieb funktioniert und ja, sind 4 Jahre geworden. Und in dieser Silvesternacht, ich weiß nicht, also ich habe heute, mache ich mir deswegen Vorwürfe. Ich meine, ich habe immer versucht mit ihm, weil ich gemerkt habe, es stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und ich habe dann versucht mit ihm zu reden und wenn ich irgendwie dann angefangen habe von seinen Eltern zu reden, hat er immer abgeblockt. Davon heute nichts. Lebte er damals noch bei seinen Eltern zu Hause? Nein. Nicht. Der ist damals ins Heim gekommen. Und als er dann aus dem Heim entlassen wurde, hat er dann bei der Oma gelebt. Die hat ihn dann aufgenommen. Und was meinst du, wenn man 4 Jahre zusammen ist und so jung zusammenkommt, ist das ja nun eine ganz, ganz vertraute Angelegenheit. Und man sollte sich eigentlich sehr gut kennen. Was meinst du, warum er immer abgeblockt hat, wenn du über die Eltern das, was ihn offensichtlich so am meisten traurig gestimmt hat, wenn du darüber gesprochen hast. Warum hat er abgeblockt? Ich weiß es nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Wie hat er sich das vielleicht irgendwie... Vielleicht hat er sich geschämt oder hat das verdrängt. Weil eigentlich macht man sich ja gerade in einer Beziehung dann Luft, ne? Und erzählt, Mensch, stell dir mal vor, der hat das und das wieder gemacht und erleichtert sich dann auch bei dem Freund. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er das irgendwie verdrängt oder ich weiß es nicht. Oder der war eigentlich so ein Typ, der hat immer so viele Sachen in sich reingefressen. Mhm. Bevor der irgendwas sich offenbart hat der lieber geschluckt. Ja. Silvester vor 2 Jahren. Ja, 2001 also. Ja. Wie hat er sich umgebracht? Mit Tabletten. Habt ihr den Silvesterabend denn nicht gemeinsam verbracht? Ja, doch schon. Wir waren... Silvesternacht waren wir zusammen und haben das auch super gefeiert und war auch ganz lustig und er wollte dann nach Hause und dann habe ich gesagt, na gut, sag ich, wenn du fahren willst, sag ich, dann fahre, sag ich, ruf mich aber an und irgendwann nächsten Morgen um 8 Uhr so rief dann die Oma bei mir an und meinte, ja, wollte uns eigentlich nur noch frohes neues Jahr wünschen und so und wollte, ja, so sagt sie, wann kommt denn der Daniel nach Hause? Ich sag, ja, sag ich, wann kommt denn nach Hause? Sag ich, der ist gar nicht mehr hier. Und dann meinte sie, wie? Ich sag, der ist nach Hause, sag ich, der ist weg. Und ja, dann irgendwann später ist er ja nicht aufgetaucht und dann haben die den, 8 Stunden später haben die den dann im Keller gefunden. Und ihr habt doch den Silvesterabend miteinander verbracht und gefeiert. Ja. Und hast du nichts bemerkt? Nein. Gar nichts? Nein. Und das war eben das Kuriose. Gott, das muss ja für dich dann ein ungeheurer Schock gewesen sein. Ne? Ein ungeheurer Schock. Ich sag mal so, als ich das erfahren habe selber, für mich brach eine Welt zusammen. Ich wollte das auch eigentlich, sage ich mal so, ich wollte das alles für mich, das klang für mich einfach wie alles, wie ein schlechter Scherz. Ja, aber du hast es wahrscheinlich gar nicht glauben wollen und können. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe das nicht geglaubt. Ich war, na klar, die haben den ja dann ins Krankenhaus, ist ja klar, ne, und aber mich hat man da nicht reingelassen, ist klar. War er denn dann noch am Leben? Nein. Nicht mehr am Leben. Die haben versucht, ihm den Magen auszupumpen, aber ich meine, jegliche Hilfe, so wie der Arzt sagte, der kam zu spät. Also da war nichts mehr zu machen. Dir, deinem Freund, auch keinen Brief hinterlassen, keine Erklärung genauer? Nein, ich habe vor kurzem, also es war vorige Woche, da hatte ich dann auch schon mal bei dir angerufen, aber das hat dann nicht ganz geklappt und seitdem habe ich dann immer wieder mal versucht anzurufen und heute bin ich ja mal reingekommen. Da habe ich einen Brief gefunden, den hat er mir damals mal gegeben. Und zwar ging es darum, wir hatten da mal eine kleine Auseinandersetzung, wir haben uns gestritten. Und dann hat er mir dann eben halt nächsten Tag einen Brief geschrieben. Und da stand ihm halt drin, hallo mein Schatz, ich bitte dich um Verzeihung. Weil er hat dann irgendwas ging es da. Ich weiß heute nicht mehr genau, worum es da ging. Dass er eben halt das nicht so gemeint hat und dass alles eben halt Missverständnis war und wir sind 2 Jahre zusammen und ich soll doch das bitte nicht irgendwie einfach so 2 Jahre wegwerfen und soll ihm einfach noch eine Chance geben. Ja gut, aber das erklärt ja noch nicht, weswegen er das gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ja, ist okay und ja, nee, ich habe den Brief gefunden. Ich habe eigentlich gedacht, das irgendwie verarbeitet zu haben, dass ich gedacht habe, okay, das ist in Ordnung, das Leben geht weiter. Aber als ich diesen Brief fand, ach so, verstehe. Brach,
brach für mich eine Welt zusammen. Ich weiß nicht. Also ich verstehe, das ist jetzt keine Erklärung, aber es kam dann wieder alles hoch. Das kam alles hoch. Mhm. Und ich habe deswegen auch irgendwie, ich war dann voriges Jahr in psychologischer Behandlung, deswegen ich habe das nicht begriffen. Und ich habe das auch damals nicht begriffen. Ich habe gedacht, das wäre eigentlich ein schlechter Scherz. Mhm. Ich habe das erst, als ich auf dem Friedhof war und als der Sarg in die Erde gelassen wurde, erst da habe ich begriffen, dass das bittere Realität ist und dass der nie wiederkommen wird, ne? Und es ist so, dass du dir schon auch Schuld vorwirfst, dass du nicht... Ich sag mal so, wenn ich gewusst hätte, worum es geht oder was ihn bedrückt hat, dann hätte ich ihn vielleicht davor bewahren können. Aber Sebastian, das ist ja immer das Tragische bei solchen Geschichten. Wenn du es gewusst hättest, hat es ja nicht gesagt. Ja gut, aber... Aber guck mal, er hatte ja nicht mal einen Brief hinterlassen. Das kann einen ja sogar vielleicht ein bisschen zornig auch auf denjenigen machen, der hat dir ja auch etwas sehr Schlimmes angetan. Er hat dich ja völlig alleine gelassen. Er ist ja gegangen. Und er hat dir nicht mal eine Erklärung hinterlassen. Das ist ja auch was sehr Schlimmes. Ja, und also wenn er nicht geredet hat. Er hat ja nach, ich habe das dann alles so von der Oma erfahren. Und ich meine, gut, ich konnte mir dann schon irgendwie vorstellen, dass er vielleicht darüber nicht reden wollte oder so. Oder wirfst du dir auch vor, dass du nicht genügend nachgebohrt hast, nicht genügend gefragt hast, nicht aufmerksam genug vielleicht auch warst? Tja, vielleicht ja. Du hast jetzt in diesen 2 Jahren, das ist ja nun doch immerhin schon eine lange Zeit, hast keine andere Beziehung Doch. Ich habe voriges Jahr im November, habe ich jemanden kennengelernt und Ist dir das so gelungen, dich darauf einzulassen? Ich sag mal so, auf freundschaftlicher Basis ja. Mhm. Wir haben uns auch verstanden, wir haben uns geliebt, sag ich mal. Mhm. Aber so wie es halt um Sex ging, war da innerlich eine Blockade, ging nicht. Mhm. Ne? Und dann meinte er dann mal, ja, was eigentlich los wäre. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, darüber will ich nicht reden, weil das einfach für mich irgendwie... Aber vielleicht ist das auch schon ein Fehler gewesen. Warum hast du ihm das nicht erklärt? Dann... Wenig später hat er dann auch wieder gefragt, ja, hör mal so, und da stimmt irgendwas nicht, und dann habe ich ihm das erzählt. Und er hat versucht, das zu verstehen, aber ich bin der Meinung, er hat es nicht verstanden. Seid ihr getrennt heute? Ja. Also, Fakt weil ist, ich habe dass mich du... dann getrennt von ihm, weil ich einfach den Druck nicht mehr aushalten konnte. Also Fakt ist, dass jetzt nach 2 Jahren durch diesen Brief, von dem du gerade erzählt hast, das wieder so richtig hochgekommen ist. Das kam wieder richtig hoch. Und du eigentlich seit 2 Jahren, wenn du das jetzt erzählst, von diesem missglückten Versuch, wieder in eine Beziehung zu gehen, eigentlich noch unter Schock stehst von dem, was da passiert ist. Und obwohl du in einer psychologischen Behandlung warst, es dir nicht gelungen ist, in irgendeiner Weise etwas Abstand zu gewinnen. Ich glaube, dass sich da sehr viel eingefahren hat oder sehr viel elementar verspannt hat an Gefühlen, so dass ich fast der Meinung bin, ich muss es so sagen, dass du das nochmal versuchen solltest mit einem Psychologen. Wenn du jetzt nach 2 Jahren nochmal das so hochbricht und auch diese Schuldgefühle da sind, dann sagt mir das, dass du das irgendwie allein nicht kannst und schaffst. Ja, ich sag mal so, viele Freunde, ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund, ich meine, der ist für mich da, aber er sagt selber oft zu mir, Sebastian, was mit dir los ist, wenn mal irgendwas ist, wenn ich dann gerade mal wenn ich mir so ein Problem habe und ich mir irgendwelche Bilder angucke, das kommt innerlich hoch und dann werde ich aggressiv. Siehst du, also noch ein Punkt mehr, dass da... Ne, also da werde ich dann ziemlich... sauer dann eben halt. Dann will ich eben meine Ruhe haben, ich will von nichts wissen, ich will von nichts hören, ich will dann einfach nur für mich alleine sein, wo ich mich dann einfach in eine Ecke verkrieche, wo ich dann einfach von der Umwelt nichts mehr hören und nichts wissen will. Dieses ist aber kein Zustand für noch länger und schon gar kein Zustand auf Dauer. Wenn du mir das jetzt erzählt hättest, nachdem das ein paar Monate vorbei ist, dann würde ich sagen, okay, das ist normal. Aber nach 2 Jahren sollte vielleicht schon eine ganz kleine Bewegung reinkommen. Mein Psychologe hat dieses Gespräch jetzt mitgehört im Hintergrund. Das ist der Peter. Und ich würde gerne seine Meinung, seine Einschätzung
an dich weitergeben. Das heißt, er müsste es dir jetzt selbst sagen. Ist es ja interessant, wenn er das aus fachkundlicher Sicht dir auch nochmal sagt, was er meint. Ich finde, dass du nochmal professionelle Hilfe in Anspruch nehmen solltest. Ich bin gespannt, was der Peter dir sagen wird. Er wird es mir nachher erzählen, nach der Sendung. Ja. Ja, lieber Sebastian, leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Mhm. Ich würde wirklich dringend dazu raten. Mhm. Alles Gute. Ja, okay, ne? Tschüss, Sebastian. Jo, tschüss. Tschüss. Josef, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Josef. Tja, wie soll ich es erklären? Seit letzter Tage hat sich mein bzw. unser Leben geändert. Ich bin verheiratet. Mhm. Hat meine Frau einen neuen Job. Mhm. Sie arbeitet im Club als Prostituierte. Seit ein paar Tagen? Ja. Und hat vorher mit dem Milieu überhaupt gar keine... Gar nichts. Wie kam es denn dazu, dass sie sich dazu entschieden hat? Ja, wenn ich das so genau wüsste. Das heißt, ihr habt es nicht gemeinsam entschieden? Nee. Der ganze Aspekt kam von ihr aus. Mhm. Sie hat zwar dann nachher mit mir darüber gesprochen, aber es stand an sich fest. Wie lange seid ihr verheiratet? Über 10 Jahre. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? Zwei Kinder. Wahrscheinlich so, wie alt ungefähr? Zwischen um die 10. Um die 10, ja. Hm. Mhm. Ja, aber wie ist jetzt die Entscheidung bei ihr gefallen? Wie kam es dazu? Ja gut, ist finanziell ein bisschen schlechter geworden wie vorher, aber nicht jetzt so rapide, dass man da nicht von leben kann. Ja. Und sie ist nun mal auf Geld ein bisschen fixiert. So, grundsätzlich sage ich mal, ich habe nicht gegen die Frauen. Mhm. Ich finde es teilweise sogar auch gut. Ja. Aber... Du möchtest nicht, dass deine Frau das macht? Jein. Wenn sie es als reinen Job ansehen würde, könnte ich es akzeptieren. Ja, wie sieht es denn sonst an? Ja, wenn ich das wüsste, durch die ganzen Gespräche, durch die Streitigkeiten in den letzten Tagen, wenn sie nach Hause gekommen ist und so weiter. Weil sie war schon immer sehr... Also es läuft ja erst seit ein paar Tagen. Richtig. Ne? Da kann man ja gar nicht richtig sagen. Eigentlich kann man ja gar kein Urteil noch nicht fällen, wie sie es sieht. Wenn du sagst, ich möchte nur, dass sie es als Job sieht, unterstellst du ihr ja, dass sie da auch richtig Bock hat, mit den Männern zu schlafen, oder? Ja. Ach, mehr oder weniger. Ja, weil sie war schon immer sehr sexuell aktiv. Hm. Mehr wie aktiv. Wir sind auch in Pärchenclubs, Swingerclubs gefahren und so weiter. Da hat ihr große Freude gemacht und so weiter. Das heißt wirklich, wenn sie glaubhaft dir versichern würde, pass auf Josef, ich bin scharf auf die Kohle und wir können es gebrauchen. Könnte ich mich damit abfinden? Ich ziehe das durch. Das ist für ich denke an meinen Einkaufszettel, während ich mit den Typen zusammen bin. Genau. Dann wäre es für dich okay. Dann könnte ich damit leben, ja. Mhm. Gut, es ist immer ein kleiner, dummer Faderbeigeschmack, aber ich kann damit leben, könnte ich akzeptieren. Das Problem an der Sache ist... Lass mich noch eine Frage stellen zu den Finanzen. Du hast einen Job. Du bist in Arbeit und Brot. Ich bin selbstständig. Du bist selbstständig. Das ist halt, momentan ist die Konjunkturlage ein bisschen schlechter. Ja, aber nochmal, um es ganz klarzustellen, wirklich nötig wäre es nicht. Ihr kämt auch so über die Runden. Richtig. Ja. Wir haben schon schlechter gelebt. Ah ja, gut. Mhm. Ja. Nein, das Problem an der Sache, das hat sich alles jetzt durch die Mosaiksteine, auch mit einem Gespräch mit einer Person, die sie auch ein bisschen nahe steht. Wir haben, ich weiß nicht, kennst du die Geschichte der O? Ja, kenne ich, ja. Wir haben, weil sie mag die Geschichte der O, sie wollte dann leben, sie ist devot. Mhm. Und wir haben die wohl für uns zusammen umgeändert. Mhm. Weil mit Kindern kann man die nicht so ausleben, wie es in dem Buch ist und so weiter. Und so mittlerweile ist das Gefühl, dass sie das nicht so wirklich befriedigt hat, sondern es hundertprozentig ausleben will. Mhm. Wie es halt auch in dem Buch ist, sie identifiziert sich damit. Mhm. Dieses Gefühl ist durch die ganzen Mosaiksteine, die gekommen sind. Und ich sollte sie ja, sie hat mich ja mehr oder weniger vor die Tatsachen gestellt, aber sie hat darauf bestanden, dass ich sie ist bei 2-3 Clubs gewesen, um sich die anzugucken, dass ich sie dahin fahre. Mhm. Als Sicherheit. So hat sie es umschrieben. Mhm. Ja gut. Das heißt, du hast es also auch noch mit eingefädelt, das Ganze. Ja, ich wollte es auch nicht hängen lassen. Mhm. Sag mal, die
Gab es ja schon Bekanntschaften zu anderen Prostituierten? Nein, oder? Gar nicht. Das ist komplettes Neuland. Mhm. Mhm. Ja. Wie war denn eure Sexualität vorher, bevor Sie ja, durch die Geschichte der Oder ist sie richtig, also durch wie wir das für uns umgewandt haben, richtig aufgegangen. Mhm. So, nur das, wo ich eben sagen wollte, das Problem ist daran, was mir aufgefallen ist, wahrscheinlich ist es nicht so, weil sie auch immer ein bisschen am Mäkeln war. Teilweise ist es nicht so, wie es ihr gefällt. Also so, sie hat darauf bestanden, dass ich sie dahin fahre. Mhm. So, bei dem Club, wo sie jetzt angefangen hat, sind wir um 22:30 da gewesen. Mhm. Und sie wollte nur mal reinsprechen, sich das angucken. Mhm. Ja, und auf einmal um 22:45 kam dann die Mail, ich bleib noch was. Mhm. So, und ist dann bis zum Schluss geblieben. Gut, mhm. Sie hat gesagt, an dem Abend ist nichts gelaufen, sondern nur angeguckt, unterhalten und so weiter. Mhm. So, und wenn man das umkonstruiert, der Sir Steven hat sie ja auch zur Prostitution gezwungen. Okay, das ist noch nicht so sehr. Und hat sie auch übergeben. Und dieses Gefühl, dass ich sie da übergeben habe und sie da ausleben kann, der Betreiber oder die Betreiberin, ist jetzt ihr neuer Meister. Ja. Dieses Gefühl habe ich. Also sie lebt im Prinzip eine Fiktion jetzt irgendwie. Richtig, genau. Ja, okay, ist alles schön und gut, aber es geht ja auch um dich und es geht um die Ehe und es geht um die Familie. Richtig. Wie ist denn die Ehe an sich, abgesehen von diesen ganzen sexuellen Eskapaden? Höhen und Tiefen gab es immer, aber an sich in letzter Zeit war sie sehr gut. Mhm. So, jetzt ist auch festzuhalten, bei allem Verständnis für und was ihr auch gemeinsam gemacht habt, und ihr seid ja relativ offen, hab ich ja rausgehört, auch sexuell, experimentierfreudig, aber egal, da ist jetzt, sie hat jetzt eine Grenze überschritten, ne? Richtig. Nämlich, und da wird's für dich schlimm, nämlich weil du damit nicht leben kannst, dass deine Frau, was man gut verstehen kann, sich ihre sexuelle Lust permanent bei anderen holt und sich dafür noch bezahlen lässt. Nein, so kann man es nicht sagen. Weil ich bin nicht eifersüchtig auf die Leute, auf die Männer. Sondern? Das Gefühl kommt von ihr aus. Weil mir seit den Tagen, seit ich es jetzt macht, total reserviert ist. So, und der dicke Hammer ist gestern gekommen. Weil ich wollte es auch mal hinter mir springen, auch mit ihr nochmal schlafen, nachdem sie mit den Männern, um zu gucken, wie ist das Gefühl? Behandelt sie mich wirklich nicht wie eine wie ein Freier und so weiter? Ist das Sexualleben dann gleich? Sieht sie es wirklich nur als Job an? So, und gestern, sie sagte mir, weil sie hatte normalerweise auch immer Probleme mit Kondomen. Wurde nicht richtig feucht oder blieb trocken. Und sie sagte, auf einmal, ja, ist ja kein Problem, ich habe jetzt rausgefunden, wie das geht, dass man auch was feucht wird und so weiter. So, und also welchen Unterschied hast du jetzt bemerkt, nachdem sie es gemacht hat? Genau, Unterschied hast du bemerkt? Wir haben gestern da gelegen, uns gestreichelt. Sie hat mir vorher auch alles haarklein erzählt, was vielleicht auch nicht so optimal war, aber egal. Hat mich gestreichelt, ich habe sie gestreichelt, sie hat mich unten angepackt, aber das war nur so lapidar, so hatte ich das Gefühl, ach ja, ich muss mal. Ja. So, habe ihre Brust aber fester angepackt, bin zwischendurch mal auch zwischen ihre Beine gegangen. Ja, mach mal nicht so ausführlich, sag mal, worin du den Unterschied gesehen hast. Sie ist trocken geblieben. Mhm. Sonst bei diesen Berührungen, die ich gemacht habe, so, ist sie immer feucht geworden. Jetzt heißt das, das ist ja schon eine kuriose Sache, du bist auch nicht eifersüchtig auf die Männer. Richtig. Du bist nur sauer, dass dir etwas entzogen wird. Habe ich ja, das jetzt Problem richtig verstanden? Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Weil wenn wir im Pärchenclub waren, sie ist auch mit anderen Männern gemacht. Ich habe auch gerne zugeguckt. Mhm. Ich verstehe schon. Da bin ich nicht dabei. Das müssen wir gut erklären, weil das ist schon nicht so üblich. Da bin ich nicht dabei. Ich weiß nicht, was da abläuft. Das heißt also, wenn es bei euch jetzt genauso gut weiterliefe wie bisher, wäre es dir auch noch egal. Richtig. Aha. So, und das Problem, wo der absolute Hammer kam, war gestern Abend, sie hat sich dann auf einmal zwei Finger in den Mund gesteckt, hat sich dann unten feucht gemacht, aber es kam keine Anstalten dazu, dass wir miteinander schlafen. So, und sie hat sich dann ihre Befriedigung ein bisschen selber geholt oder vorgespielt, keine Ahnung, konnte ich nicht unterscheiden. So, und ja, sie merkte dann, dass irgendwas nicht in Ordnung war, hat sie mich gefragt, was ist denn nicht in Ordnung? Ja, habe ich ja ein bisschen gesagt. Und irgendwann, 5 Minuten später kam, ich möchte in nächster Zeit nicht mehr mit dir schlafen. Oh, oh. Bums. Oh. Und da war der Hammer. So, und jetzt habt ihr wirklich ein handfestes Problem. Ja. Und das handfeste Problem liegt offensichtlich in ihrem neuen Job. Das bedeutet, dass du das so thematisieren musst bei ihr
und ihr klar machen musst, dass... Ja, das Problem ist, sie sagt mir immer, ja, du musst immer alles so zerreden, als einfach mal zu lassen. Ja, nur gut, das ist ja ein dummes Geschwätz, ist das ja. Wenn es für dich jetzt ein Problem ist, dann ist es für dich ein dickes Problem. Ja, es ist für mich deswegen so, und das Problem, musst du wirklich, weil ich nicht weiß, ob es für sie ein Job ist. Genau, und das musst du wirklich jetzt groß an die große Glocke hängen. Wenn das, denn das läuft ja wirklich Gefahr, dass eure Beziehung dadurch elementar kaputt gemacht wird, zerstört wird. Richtig. So, jetzt wollen wir uns die Sache mal noch ein bisschen angucken. Es ist ja erst ein paar Tage. Richtig. Wenn dieses Gefühl sich verstärkt oder deine Einsicht oder dein Erkennen so weiterläuft wie bisher, dann würde ich es aber wirklich auf eine handfeste Konfrontation ankommen lassen. Ja, das Problem ist, meine Frau ist auch sehr bockig. Wenn die sich was in den Kopf gesetzt gut, hat, dann flippt die auch aus, mehr oder weniger. Ja gut, dann soll sie also ausflippen. Nein, dann das musst Problem du halt ist, ich habe ja schon mit der anderen Person, mit der ich mich jetzt letztes Jahr unterhalten habe, auch gesprochen. Ich sage, normalerweise müsste ich mal wirklich rausfinden, auch durch diese Geschichte, wie ernst ist es ihr, einfach mal sagen, so, ich ziehe jetzt aus, ich gehe. Gut, also so, aber dieses will ich nicht, weil ich da Angst vor habe, dass sie dann sagt, ja, geh doch, ist egal. Ja gut, dafür hänge ich zu sehr an. Ja, Moment. Gut, dann musst du aber erstmal zu einer eigenen Haltung finden. Und ich denke, du musst mir auch zuhören. Du musst so eine Haltung finden. Ja. Wenn du schon wieder Angst hast vor ihrer Reaktion, wenn du mal ein bisschen heftiger auftrittst, dann kannst du es gleich vergessen. Dann jammer nicht rum, sondern nimm alles hin, wie es ist. Ja, nee, ist richtig. Ne? Also wenn, dann musst du auch eine klare Linie durchziehen und auch eine klare Meinung haben. Nur so funktioniert es. Nur so kannst du ihr das auch wirklich signalisieren, dass es dir wehtut, dass es dir schmerzt. Ja, weil und das, ich weiß, und, was Sache ist. Und dass das eben nicht so auf Dauer geht. So, jetzt guckst du dir das noch eine Weile an und dann musst du wirklich auch ein Kerl sein und auch etwas sagen, was vor dessen Konsequenzen du vielleicht auch Angst hast. Aber nur so geht es, ist meine Auffassung. Genau. Alles Gute, Josef. Ich habe jetzt gesehen, du hast jetzt am 4.12. dieses Thema, negative, oder wie geht man mit der Prostitution um? Ja. Ich denke mal, bis dahin ist eine Zeit verstrichen. Könnten wir vielleicht nochmal reden, genau. Richtig, und dann melde ich mich noch. So ist es. So wäre es schön. Alles klar. Alles Gute, Josef. Jo, danke, tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema, fällt mir jetzt gerade ein bei dem Gespräch, obwohl, naja, vielleicht kann man das vielleicht sogar darunter einordnen, unkonventionelle Liebesbeziehungen. Ich möchte morgen mit Leuten reden, die ganz ungewöhnlich leben und lieben. Also nicht in der klassischen Zweierbeziehung als Pärchen, sondern irgendwie ein Mittel gefunden haben, einen Weg gefunden haben, ihre Liebe auf eine Art zum Ausdruck zu bringen und dann auch mit Leben zu füllen, die sehr ungewöhnlich ist. Unkonventionelle Liebesbeziehungen. Marcel, 24, ist bei mir. Guten Morgen. Guten Morgen. Spreche ich mit Marcel? Nein, hier ist die Frau. Alexa. Ja, genau. Ich sehe nämlich hier zwei Namen stehen. Alexa. Alexa, 20 Jahre, und folglich gibt es auch noch einen Marcel, der ist 24 Jahre. Genau. Alexa, um was geht's denn? Ja, unser Problem ist, dass wir Eheprobleme haben. Und zwar in der Richtung, mein Mann ist arbeitslos, schon seit einem Jahr ungefähr. Mhm. Und in unserem Sexualleben klappt es auch nicht mehr so gut. Wie lange seid ihr verheiratet? Knapp ein Jahr jetzt. Mhm. Mhm. Ja, und wir haben eine Tochter, die ist 14 Monate alt. Mhm. Und ja, wir schlafen also höchstens einmal die Woche miteinander, wenn es hochkommt. Mhm. Und dann sind es meistens auch nur Quickies, also Schmusesex ist nicht so unser Ding, oder mein Ding zumindest. Geht das von dir aus, dass du nicht so eine Lust hast? Oder? Ja, genau. Ach, du möchtest nicht. Er würde schon gerne öfter. Ja. Ja. Warum hast du keine Lust? Ja, das liegt vielleicht auch daran, weil ich bin sehr schlank und er ist dick, dicker. Er wiegt so 115 Kilo. Ja. Und aber ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich schon früher auch so war, ne? Oder? Als wir uns kennenlernten vor 2,5 Jahren, war es nicht so schlimm. Da kam er gerade von der Bundeswehr und da hatte er einiges abgenommen, soweit ich weiß, über 20 Kilo. Ja. Und in der Schwangerschaft hat er auch mit zugenommen, weil er war immer am Essen, wenn ich am Essen war. und du hast es hinterher wieder abgehungert? Ja, nicht direkt. Das ging Gott sei Dank von alleine wieder weg. War es denn so, Alexa, dass am Anfang eurer Beziehung, eures Zusammenseins, dir das durchaus Spaß gemacht hat, mit ihm zu schlafen?
Es war von Anfang an von meiner Seite aus nicht hundertprozentig. Woran lag das? Es war auf jeden Fall öfter als jetzt. Ja. Woran lag das, dass es von Anfang an nicht hundertprozentig war? Das muss ja auch eine Ursache gehabt haben. Schon damals, dass er ein bisschen korpulenter war, vielleicht? Mhm. Ja, das ist möglich. Ach so. Das heißt, du stehst nicht auf dicke Männer. Was heißt, ich stehe nicht auf dicke Männer? Ich sag mal so, wenn es einen gewissen Grad hat, dann geht's noch. Aber wenn es zu extrem ist, ist es schon nicht mehr schön. Das heißt, du könntest dir vorstellen, wenn dann dein Mann Marcel abnehmen würde, drastisch abnehmen würde, hättest du auch mehr Lust an Erotik, Sexualität? Ja, ich denke schon. Und wenn das mit seiner Arbeitslosigkeit vielleicht auch aufgehoben wäre, weil wir hängen auch sehr viel aufeinander, weil er hat keine Freunde, ich habe wenige Freunde, durch die Kleine habe ich auch manche verloren. Und wir hängen eigentlich nur aufeinander und da gibt's auch sehr viel Streit. Wir streiten uns fast täglich. Und das ist natürlich ein Killer für alle Erotik, ne? Ja, eben, das ist es. Also, es sind so viele Sachen, die sich da verändern müssten, ne? Ja, tatsächlich, ja. Er hat jetzt alles mitgehört, ne? Ja. Und du hast ihm das vorher auch schon alles so mal erzählt oder hat er das jetzt gerade zum ersten Mal gehört? Nein, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Ja. Also mit seiner Figur habe ich ihn die letzten Tage angesprochen, weil da hatten wir auch wieder Streit und da habe ich ihm das an den Kopf geworfen. Da war er erst sehr enttäuscht. Aber er hat auch gesagt, dass er das ändern wird, aber es geht natürlich nicht von heute auf morgen. Nee, so schnell geht's nicht. Auch. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was er jetzt bei mir sagen wird. Gib ihn mir doch mal und wir reden gleich auch nochmal kurz, Alexa. Ja. Gibst du mir den Marcel bitte mal? Ja, mach ich. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo Marcel. Also ich habe jetzt alles erzählt bekommen von deiner Frau. Du hast mitgehört. Ja. Das ist ja schon eine klare und auch heftige Aussage, ne? Wenn sie sagt, mein Mann ist mir zu dick. Ja, letztendlich heißt das ja, der ist mir zu dick, das turnt mich ab, das macht mich nicht mehr an. Ja. Ich habe es auch schon öfters versucht mit... ich sag mal mit Radikaldiäten oder so ungefähr, also weniger essen und auch was anderes trinken, aber ich bin leider ein Fleischgenießer und ich esse sehr gerne fettiges Fleisch oder auch überhaupt Fleisch und so. Und das trägt, glaube ich, auch zu dem Gewicht dazu. Du bist, damit wir uns nochmal ein richtiges Bild machen können, wie groß genau und wie schwer genau? Ich bin 1,84 Meter groß und wiege jetzt, habe in den letzten anderthalb Wochen etwa 6 Kilo abgenommen, wie jetzt nur noch 109 Kilo. 109 Kilo? Ja. Ist immer noch sehr gut dabei, ne? Kann man sagen. Ja. Das verteilt sich bei mir leider auch alles am Bauch. Ja. Alles andere ist relativ schlank, sag ich mal. Ja. Aber gibt dir das denn nicht zu denken, wenn deine Frau das, oder setzt sich das nicht auch sehr unter Druck, wenn du das so hörst oder das vielleicht schon länger hörst, dass deine Frau einfach nicht mehr scharf auf dich ist, weil du so dick bist? Ja, doch. Also ich muss sagen, ich leide schon sehr darunter. Oder provoziert dich das auch? Nervt dich das, dass du ihr so nicht gefällst? Gibt's auch so Gedanken, dass du denkst, mein Gott, die soll mich nehmen, wie ich bin. Ich bin immer so. Und was redet die mir in mein Leben rein? Gibt es das auch? Ja, im ersten Moment, als sie mir das sagte, da kamen diese Gedanken, dass sie mich nehmen soll, wie ich bin, weil sie mich auch etwas fülliger kennenlernte. Und seit 2,5 Jahren etwa mich auch schon so kennt. Ich war vielleicht um 20 Kilo leichter, aber das hat vom Äußeren nicht allzu viel ausgemacht. Aber mittlerweile denke ich auch, oder ich wünsche mir selber auch, ich könnte anders aussehen. Du würdest dich ja vielleicht selbst auch wohler fühlen. Ja. Ne? Ist wahrscheinlich so. Ja. Also ich würde gerne etwa 30 Kilo leichter sein. Ja. Aber das ist schwer. Bist du auch so ein Frustesser? Du bist jetzt ein Jahr arbeitslos, frisst du da auch viel an Frust in dich hinein, weil es nicht so klappt mit der Arbeit? Ja, ich denke auch, ja. Also ich denke, dass das hat viel mit der Arbeitslosigkeit zu tun. Dann auch sind auch noch Geldsorgen dabei. Ein paar Schulden habe ich auch noch dazu. Und ich denke, das wird viel ausmachen, dass ich hier abends... Ja, glaube ich auch, dass man da wirklich dann... das kommt dann auch noch dazu, ne? Aber das ist ja, wenn man sich das alles so vorstellt, da sind schon so genug Probleme und Sorgen. Und dieses macht man sich selbst dann auch noch, ne? Ja. Wenn man selbst vielleicht ein bisschen gegensteuern könnte, wenn du sagst, ich esse gern richtig fettes Fleisch. Ich meine, es gibt ja so viele leckere Sachen. Ich meine, ich will jetzt keinen Vortrag über Diäten halten, habe ich keine Ahnung von. Aber wo man sich vielleicht selbst doch ein bisschen runterfahren kann. Du bist arbeitslos, das heißt, du hast viel Zeit, du könntest Sport betreiben. Ja, du könntest richtig viel machen, du könntest laufen gehen. Also Sachen, auch die nichts kosten, du musst ja nicht gleich ins Fitnessstudio gehen. Ja.
zumindest um dich so ein bisschen weiter runterzufahren. Vielleicht auch, um deiner Frau ein Signal zu geben, hier, hey, ich mein's ernst, ich bemühe mich wirklich. Du hast es ihr ja schon gestern gesagt, ne, glaube ich, oder vorgestern. Ja. Nun ist natürlich die Frage, dass du es auch ernst meinst. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen Erfolgserlebnisse holt, geht man die anderen Dinge auch ein bisschen anders an. Ja. Weißt du, wenn du das Gefühl hast, hier, ich bin arbeitsmäßig ein Loser, obwohl du es wahrscheinlich gar nicht bist, sondern du hast einfach nur Pech. Aber das Gefühl hat man ja unter Umständen. Ja, so, klar. Und dann haust du dir auch noch immer jeden Abend den Bauch so voll und hast auch wieder das Gefühl, ach, ich schaff's nicht, gegen mich anzukommen. Also ich habe wieder was verloren. Hab wieder verloren. Mhm. Also glaube ich, dass einem das so fürs Selbstbewusstsein gut tut, wenn man das so ein klein bisschen in den Griff bekommt. Wenn du das so ein klein bisschen in den Griff bekommst mit der Übergewichtigkeit. Ja. Einmal für dich, weil du dich besser fühlst, wie du selbst sagst. Mhm. Und dann für die Ehe, dass es da ein bisschen besser geht. Glaubst du denn, dass ihr euch im Prinzip doch sehr lieb habt und dass die Beziehung im Prinzip doch gut ist, wenn auch viele Probleme im Moment da sind? Ja, von den Problemen abgesehen, also ich kann von meiner Seite aus sprechen, ich liebe meine Frau sehr. Ja. Über alles ist mir das Wichtigste. Ich hatte auch schon ein paar Beziehungen vorher. Ich bin ihre erste richtige Beziehung. Ja. Aber Liebe ist da auf jeden Fall doch. So, das ist doch ein schönes Wort. Und ihr habt ein kleines Kind zusammen. Ja. Jetzt kann ich nur hoffen und wünsche dir wirklich von Herzen viel Glück, dass du eine Arbeit findest. Ich glaube, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Ne? So wie stehen denn die Chancen? Was hast du gelernt? Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann im Lebensmittelbereich. Ja. Leider hat die Filiale, bei der ich meine Ausbildung gemacht habe, hier in meiner Stadt geschlossen. Mhm. Ich habe es schon bei allen Lebensmittelmärkten versucht, aber auch schon in Kaufhäusern, aber für Männer als Einzelhandelskaufleute ist es schwer. Mhm. Weißt du, und vielleicht wäre es auch dafür gut, wenn du ein bisschen abspecken würdest. Denn die Leute heutzutage achten ja sehr auf Äußeres. Und wenn du im Einzelhandel arbeitest, macht das vielleicht auch ein bisschen mehr her, wenn du ein bisschen vom Äußeren beeindrucken kannst. Mhm. Ne? Ja, klar. Glaube ich so. Also, lieber Marcel, jetzt reiß dich am Riemen und versuch, das liegt jetzt in deiner Hand, dass du dich ein bisschen runterfährst in Sachen Speck und Fett und Funde. Ja, ich werde es versuchen. Und dann wünsche ich euch für eure Ehe, dass es dann bergauf geht und mir Spaß macht wieder alles. Und du gibst mir jetzt bitte nochmal die Alexa, ja? Ja, mache ich, alles klar. Tschüss, Marcel. Jo, tschüss. Tschüss. Ja. Also, Alexa, er ist ja willens, ne? Er möchte ja wohl schon. Hast du mitgehört, wie wir gerade geredet haben? Ja, ein bisschen, ja. Also ich hoffe sehr, dass er das für sich jetzt in den Griff bekommt, dass er zumindest die Funde runterfährt. Ja, hoffe ich auch. Und vielleicht ergeben sich dann alle anderen Dinge auch ein bisschen einfacher. Natürlich ist das mit der Arbeit das Schwierigste, das ist mir schon klar. Ja, das ist sehr schwierig, ja. Also, wenn er jetzt noch 20, wie wäre dein Idealgewicht so für ihn? Idealgewicht, so 80 Kilo, fände ich schon in Ordnung bei seiner Größe. Ja. Und wenn es 85 ist, ist auch noch okay. Ja, natürlich. Ja? Also, ich drücke euch beiden die Daumen. Ja, und ich glaube, er ist schon ein netter Kerl, dass er das auch wirklich will. Und er hat auch gerade sehr viel Gutes über dich und eure Beziehung gesprochen. Ja. Alles Gute, Alexa. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Nicole, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Nicole. Ich bin ein bisschen aufgeregt, sag ich dabei. Macht nichts. Um was geht's denn? Ja, es geht um das Thema meine Schwiegermutter und die Familie halt von meinem Verlobten. Mhm. Ich habe da sehr, sehr arg Probleme. Wir sind auch von den Problemen her weggezogen, weil diese Dame halt, sag ich mal, das Jugendamt mir auf den Hals geschickt hat, von wegen, mein Lebensgefährte hätte unsere Tochter, die ist 9 Monate, hätte sexuell missbraucht. Mhm. Also die wollten mir das Kind schon wegnehmen. Ich musste Gutachten darlegen. Wie, die wollten dir das Kind wegnehmen? Ja. Und sie hat gesagt, dass ihr Sohn quasi das Kind sexuell missbraucht hat? Ja, richtig. Ach. Und die anderen Familienangehörigen von seiner Seite her, die Geschwister, die halten halt zu ihrer Mutter. Mhm. Und irgendwo tut das weh, ja? Weil es ist ihr Enkelkind, ne? Ja, irgendwo, das ist ja der Horror, wenn die eigene Mutter bzw. die Schwiegermutter zum Jugendamt geht und nur aus Boshaftigkeit sagt, die missbrauchen, hier mein Sohn hat das kleine Mädel missbraucht. Das hat sie ja jetzt schon zum dritten Mal gemacht. Der Vater von meinem Lebensgefährte, den wollte sie in den Knast damit bringen.
Und selber der Sohn, also der mein Lebensgefährte und mein Schwager, die standen auch schon vor Gericht, weil sie behauptet hat, dass sie die, dass also die beiden die Geschwister sexuell missbraucht hätten. Das ist ja die Hölle. Also diese Frau, ich... Das ist ja die Hölle. Ja, ist es auch. Wie steht denn dein Freund dazu? Ich habe meinen Freund soweit, wir sind weggezogen, wie gesagt. Mhm. Ich habe ihn unter Druck gesetzt. Ich habe gesagt, entweder deine Familie oder ich. War das nötig, ihn unter Druck zu setzen, oder hat er es irgendwie auch selbst eingesehen? Es war nötig. Es war nötig sogar. Er hat uns auch schon verlassen. Was ich überhaupt nicht verstehe, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Wenn meine Mutter mir so etwas unterstellen würde, ja, es gibt ja fast gar nichts Schlimmeres mehr, wie man einen Menschen fertig machen kann mit so einem Vorwurf. Richtig, und ich habe halt zu ihm gesagt, weil er hat sich schon mal dann von mir getrennt, weil die das immer wieder geschafft hat, die Familie, bis auf seinen Vater und seine Tante, zu der haben wir super Kontakt, zu den beiden. Zum Vater auch? Ja, der Vater ist ein super lieber Mensch. Aber der steht unter der Fuchtel von der Alten? Nein, nicht mehr. Er hat sich getrennt nach der Aktion, weil er angeblich auch die Kinder angepackt hätte. Und aber Nicole, da könnte man doch eigentlich sagen, okay, der Fall ist geklärt, die Leute sind für uns gestorben, die Frau ist für mich gestorben, für uns gestorben und die restlichen, die zu der halten auch. Natürlich. Wir halten uns nur an den Schwiegervater und an die uns wohlgesonnen sind. Das stimmt schon, Domian, da hast du recht. Aber die Schwiegermutter interessiert mich eigentlich nicht. Ich merke, dass halt mein Lebensgefährte redet da nicht viel drüber. Weil ich denke mal, ihm tut es weh, dass ich so über seine Mutter rede. Ja, aber tut es ihm denn selbst nicht weh, dass seine Mutter so mit ihm verfährt? Ich denke schon. Also so gut kann ich ihn einschätzen, dass es ihm weh tut. Redet ihr nicht und fragst du ihn nicht? Bitte? Fragst du ihn denn nicht danach? Natürlich frage ich ihn danach. Aber er ist ein sehr ruhiger und redet fast nicht viel, sag ich mal, über seine Probleme. Höre ich denn daraus, dass das Problem darin besteht, dass dein Freund irgendwie immer noch zu der Mutter tendiert und den Schnitt nicht klar machen kann? Das nicht. Also er hat keinen Kontakt mehr. Definitiv. Nur halt, was mich stutzig gemacht hat, durch eine Bekannte habe ich halt gehört, gut, man sagt immer Bekannte, die erzählen viel, aber durch eine Bekannte und durch die Schwiegermutter selber habe ich gehört, dass er halt mit der Kleinen mal da war, wo sie ein paar Wochen alt war. So, und er sagt, nee. Aber gab es denn da noch Kontakt oder war da auch schon Schluss? Nein, wir haben offiziell keinen Kontakt mehr, seit sie mich hochschwanger rausgeschmissen hat. Da hat sie mich vor die Tür gesetzt. Nur mein Problem ist eigentlich die Geschwister von meinem Lebensgefährten, weil mit denen kam ich super klar und ihm tut das weh, meinem Lebensgefährten. Die Nichten, vor allem eine Nichte, die ganz kleine, da hängt er so dran, das ist Wahnsinn, ja, und das tut ihm weh. Und ich bin halt die Schuldige, weil ich hole ihn da weg. Nur aber ich will ihm ja was Gutes. Aber warum, du könntest doch den Kontakt, wie alt ist die Nichte? Die Nichte, die ist auch 3. Ach so, auch so ein kleines Kind. Ach ja, so. Natürlich. Und die Eltern dieses Kindes, die stehen auch auf der Seite von der Schwiegermutter. Richtig. Oder? Ach so. Also die sind alle, ich bin immer schwarzes Schaf, ich bin ja so schlecht für den Sohn. Und also es gibt jetzt nur den Vater von deinem Freund, der auf eurer Seite ist und wen noch aus der Familie? Die Lebensgefährtin von dem Vater. Ach so, und die ganze Familienclan sonst ist gegen dich. Richtig. Und gegen euch. Gegen mich, ja, gegen mehr dich. Oder weniger. Aber wir haben diese Mutter von meinem Lebensgefährten hat uns auch den Tod gewünscht, das war vom Jahr. Und wollte auch nicht, dass die Kleine halt zur Welt kommt. Ich hatte schwer Komplikationen. Was sind denn das für Menschen? Tja. Was sind denn das für Menschen? Ich weiß es nicht. Also, aber mir ist auch dein Freund nicht, das ist mir nicht richtig klar. Wenn von der Seite dieser Familie auch sehr viele Bösartigkeiten kommen und die sich gegen dich stellen, dann hält man doch zu der Freundin, finde ich. Wenn ich von meiner Freundin überzeugt bin, dann halte ich doch zu der, lass die Verwandtschaft quatschen, was sie will. Und dann würde ich doch auch das Opfer in Kauf nehmen, eine gute Nichte dann nicht zu sehen. Das ist traurig, aber alles geht nun mal nicht zusammen. Ja gut, wie gesagt, er ist ja mit runtergezogen. Wir wohnen an der Mosel jetzt. Wir haben vorher in Münster-Westfalen gewohnt. Ja. Und das rechne ich ihm schon hoch an, weil er hat wirklich alles da oben liegen lassen und ist mit runtergegangen. Und hier haben wir halt meine Familie, ja. Und wir fahren halt oft zu seinem Vater. Nur ich komme damit nicht klar, Domian, weißt du, ich komme damit nicht klar, weil ich mir diesen Vorwurf mache, ich habe ihn da weggeholt. Obwohl ich mir andererseits wieder sage, es ist gut, das hat er nicht verdient. Er ist immer nur gut für die gewesen, wenn er so von A nach B fahren konnte.
Ja, oder wenn sie also Entschuldigen gesucht haben. Das Hauptproblem im Moment ist, dass du dir den Vorwurf machst, ich habe den da rausgezogen. Ja, und er sagt zwar nicht, er tut mir das nicht negativ, also sag ich mal, beilegen. Mhm. Aber ich mache mir meine Gedanken. Mhm. Ne? Und aber du redest fast jetzt über ihn wie über einen Schuljungen, wie über ein Kind. Das ist ein erwachsener Mann, der muss doch seine eigene Position haben. Das ist, ja gut, er hat seine eigene Position, klar. Aber du hast das Gefühl, ihm die zu sehr aufgedrängt zu haben? Ja. Das, weil ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Aber das ist doch, also ich kenne jetzt nicht die Gegenseite, aber das allein reicht mir schon, wenn du sagst, und ich gehe davon aus, dass es stimmt, dass seine Mutter hat ihn denunziert. Denunziert ist gar nicht das richtige Wort, weil hat beim Jugendamt gesagt, er hat sein eigenes Kind missbraucht. Ja. Ich komme da gar nicht drüber hinweg, dass dieser Mann, also dein Freund, nicht explodiert vor Wut. Ja, er ist ja noch nicht mal dahin gegangen, Domian. Er hat ja noch nicht mal auf den Tisch gehauen. Ich habe ihm gesagt, es war morgens, ne, und das Jugendamt stand bei mir vor der Tür mit zwei Leuten und wollten das Kind, ne. Ich sag, Moment mal, was ist denn los? Mhm. Ja, wir haben dann Verdacht zu sexuellen Missbrauch von der Kleinen. Mhm. Ich sag, wie bitte? Das Komische war aber, die wussten von der Familie die Vergangenheit und das können die sich nicht aus den Fingern geschnitten haben. Das muss von der Frau gekommen sein. Und er ist nicht dahin gefahren und hat mal auf den Tisch gehauen. Ich habe da angerufen und habe gesagt, so, jetzt reicht. Ich habe eine Anzeige gemacht. Was ist aus der Anzeige geworden? Ja, ich höre nichts mehr davon. Das war jetzt, dieses Jahr war es. Diese Verwandten, kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen, was die konkret getan oder gesagt haben über dich oder zu dir? Tja, ich wäre nicht gut für den Sohn. Ich wäre halt der letzte Dreck, ne? Mhm. Und ich würde ihn kaputt machen halt, ne? Nur das ist es nicht. Ich habe auch Fehler, klar. Aber ich biete ihm hier ein Leben, ja, das er vorher nie hatte. Er ist im Heim groß geworden, die Mutter hat... Hör mal, du redest aber wirklich seltsam über ihn. Ich biete ihm hier ein Leben. Das ist ein erwachsener Mann. Ja, aber er hatte das Leben nicht bei seiner Familie. Das meine ich damit. Nur ich habe halt diesen Vorwurf in mir drin, ne? Ja, aber... ich muss immer voraussetzen, dass ich natürlich nicht die Gegenseite kenne und die ganze Geschichte. Immer jetzt von der Warte aus gesehen, wie du es jetzt geschildert hast, finde ich das völlig in Ordnung, was du gemacht hast. Völlig in Ordnung. Ich wäre sogar vielleicht noch mehr wütend, als du es zu sein scheinst, dass mein Freund nicht mehr vielleicht noch massiv auf meiner Seite steht. Denn das würde ich von ihm erwarten. Das erwarte ich auch von ihm. Ja, ich finde dein Verhalten völlig nachvollziehbar und okay. Und ich würde mir da überhaupt keine Vorwürfe machen. Aber ehrlich nicht. Überhaupt natürlich, nicht. Natürlich, kommt er mir so ein bisschen waschlappig vor. Kann das sein? Ein bisschen Weichei, oder? In der Beziehung ja. Ja. Gegenüber seiner Familie ja. Ja. Naja, sonst gut. Setzt er sich eigentlich gut durch. Gut, aber das ist aber schon ein gravierender Punkt, wenn er gegenüber der Familie und wenn es sogar um die eigene Freundin geht und um eure kleine Familie, dass er da nicht so richtig auf den Tisch haut. Das finde ich schon schlimm. Also ehrlich. Ja, also ganz ehrlich, ich habe das auch einer guten Freundin von mir erzählt. Besser gesagt, die hat es mitgekriegt. Die wohnte damals unter mir und die hat natürlich mein Geschrei mitgekriegt, weil ich Angst hatte um unsere Kleine. Und sie sagte zu mir, ich verstehe nicht, dass dein Lebensgefährte nicht da die Courage besitzt, dahin geht und sagt, so, jetzt ist Schluss. Und jetzt reicht es, ne? Ja. Und das, gut, jetzt hat er keinen Kontakt mehr, weil ich ihn weggeholt habe. Weil du ihn weggeholt hast. Ja, aber weil du ihn, wenn ich das schon höre, weil ich ihn weggeholt habe, er hätte selbst gehen müssen, Mensch. Klar, natürlich, ist richtig. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde nicht, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst. Also von meiner Warte aus, so wie du es mir geschildert hast und mit den Fakten, die ich jetzt gehört habe, finde ich nicht, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst. Lebt gut an der Mosel und hoffentlich lässt diese Frau, die ja ein Teufel zu sein scheint, euch wirklich in Ruhe. Ich hoffe es. Alles Gute euch beiden. Euch danke drei natürlich. Und machst du weiter. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Angela, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Angela. Um was geht's? Gewalt in der Schule. Oh je. Es geht um deine Kinder. Ja, meine Tochter. Wie alt ist die? Die 8. Und besucht eine Grundschule, da ist eine Hauptschülerin angegliedert. Und die wird von Hauptschülern verprügelt. Die müssen zusammen in der großen Pause eine Toilette benutzen. Von Hauptschüler Mädchen? Ja. Aha.
Und die lassen sie auch teilweise aus dem Klo nicht mehr raus. Und keiner kann dagegen was unternehmen. Es sind auch noch andere Kinder betroffen. Was heißt denn verprügelt? Wie schlimm ist das? Ja, die wird bedroht, die wird geschlagen. Man sieht hinterher nichts. Sie ist ein Mädchen, was sehr gerne in die Schule gegangen ist. Ja. War leistungsmäßig nicht schlecht. Nur sie sagt mir jetzt vollkommen ab und hat Angst, in die Schule zu gehen. Das sind also mehrere Mädchen, ältere Mädchen natürlich? Ja, nehme ich mal an. Und sobald dann ein Lehrer mal gucken geht, dann geht die Tür da auf und dann geht alles von den Kindern weg. Und also die tyrannisieren sie und deine Tochter sagt aber auch, dass sie geschlagen wird von denen. Ja, das habe ich aber durch einen Zufall erfahren und dann bin ich der ganzen Sache mal nachgegangen. Ach so, sie hat das von sich aus gar nicht erzählt? Nein. Aus Angst wahrscheinlich? Ja, weil sie gesagt haben, wenn das deine Eltern erzählen, das kostet Prügel. Und das muss, sage ich mal, schätzungsweise seit gut anderthalb Jahren so laufen. Oh Gott, was macht das Mädchen denn mit an Angst? Ja, die hat vorher keine Probleme gehabt und seit anderthalb Jahren stottert die ununterbrochen. Hast du denn, seit wann weißt du das jetzt? Seit, ja, 4-5 Tagen. Ach so, ganz frisch ist das? Ja. Hast du Kontakt mit der Schule aufgenommen? Das bringt nichts, habe ich im Vorfeld schon versucht. Ich habe mit denen geredet, da kann man nichts dran machen, wir gehen regelmäßig gucken. Und, also du hast mit einem Lehrer oder mit dem Direktor gesprochen? Ja, ja. Wie, und die wischen das einfach so weg? Ja, ja, und die Eltern auch. Die unternehmen einfach nichts. Wie die Eltern? Mit welchen Eltern hast du gesprochen? Von gewissen Schülern. Ach, die kennst du sogar? Ja, ja. Und du hast mit den Eltern Kontakt aufgenommen? Ja, ja, von der Grundschule von den Eltern. Die haben da auch Geschwisterkinder gehabt und da war dasselbe Problem ebenfalls. Aber nicht mit den Eltern von den Hauptschülerinnen? Nein. Ich meine, um die geht's ja hauptsächlich. Ja, ich will mein Kind aber so weit wie geht schützen. Ich habe vor, mein Kind aus der Schule rauszuholen. Ja, da wollte ich auch gerade darauf hinaus. Aber lass mich noch eine Verständnisfrage stellen. Warum hast du Kontakt mit den Grundschuleltern aufgenommen? Die haben doch direkt damit gar nichts zu tun. Oder wolltest du erfahren, ob deren Kinder auch betroffen sind? Ja, und wie lange das da schon läuft. Und was haben die da geantwortet? Da wäre der Elternrat schon dran gegangen und andere Sachen. Das hätten wir aber nichts gebracht, dass da irgendwie was unternommen wird. Das ist ja erschreckend, ne? Man hört ja immer wieder solche Geschichten aus den Schulen, dass die Kinder hilflos sind, die Eltern hilflos sind, dass es Gangs gibt, die die Kleinen drangsalieren und dass es Cliquen gibt, die gegenseitig Krieg führen und weiß ich was alles. Teilweise werden die Kinder erpresst, wenn du mir nicht... Furchtbar. So eine X mitbringst, dann darfst du nicht auf Toilette. Ja. Also wenn ich würde ja dennoch mit dem Direktor mal reden, also so leicht würde ich mich da nicht geschlagen geben. Und wenn aber alle Möglichkeiten nicht fruchten, dann runter mit dem Kind von der Schule auf eine andere Schule. Wenn du sagst, das Kind stottert, wie schlimm. Und wenn die Leistungen runtergegangen sind, obwohl es vorher eine gute Schülerin war, dann musst du das machen. Also ich habe jetzt erstmal einen Kinderarzt eingeschaltet, ja. Habe ich am Freitag. Einen Termin bei einer Kinderpsychologin, aber erstmal nur ich und rede mit der und danach lernt sie das Kind kennen. Und ich bin auch schon mit der Kleinen in logopädische Behandlung. Ja, also du bist ja aktiv, das merke ich schon. Ich bin aktiv. Ich habe eine Telefonnummer hier liegen, wo ich direkt mit der hiesigen Schulrätin verbunden werden kann. So, ich wollte nämlich auch sagen, ich finde auch ganz wichtig, dass man solche Sachen publik macht. Dass man wirklich den Verantwortlichen die Hölle heiß macht. Das heißt dem Direktor, dem Schulrat, der Schulrätin. Und wenn man bis zum Kultusministerium geht und Beschwerdebriefe schreibt. Weil das ist auch eine Frage der Aufsichtspflicht der Schulen und der Schulbehörden, dass sie dafür Sorge tragen, verdammt nochmal, dass die Kinder und die Kleinen vor allen Dingen geschützt werden. Insofern finde ich gut, wenn du da jetzt richtig Wirbel machst und Wind machst. Glaub mir mal, Domian, den Wirbel, den mache ich. Ja, das merke ich schon. Den mache ich. Und wenn ich die Medien noch mit einschalten muss, das ist mir alles piep egal. Ja, finde ich sehr gut. Möchte ich dich richtig unterstützen und dir auch wirklich Kraft dafür wünschen und Ausdauer, das brauchst du nämlich. Und parallel dazu, das muss ich ja gar nicht sagen, das hast du selbst im Visier, wenn das alles nicht geht, nimm das Kind von der Schule, damit das Kind erstmal Ruhe hat. Auf jeden Fall. Ja? Also gut, dass du hier auch schon mal angerufen hast und bleib dran und mach richtig Dampf überall. Die Kinderpsychologin, die hat mir auch geraten, ich habe mich extra abgesichert. Also, wenn das Kind nicht gehen will, lassen sie so ruhig 1-2 Tage zu Hause. Absolut, absolut. Und ich habe sie heute den ersten Tag zu Hause gehalten und morgen bleibt sie auch nochmal zu Hause. Und dann musst du aber wieder gehen. Angela, ich wünsche alles Gute und gutes Gelingen bei all dem, was du vorhast. Ja, danke, Domian. Tschüss.
So, meine Lieben, ich möchte mich noch bei meinem Team von voriger Woche bedanken. Es war Freitag so eng, das habe ich nicht mehr geschafft. Nämlich bei Wolfram Spielkowski, Thomas Reinke, Michael Jansen. Heute in der Technik Jens Diegel. Dann bei Roland Lohr, Corinna Mindermann, Marc Sommer, Dirk Winhüsen, Stefan Gehrig und Johannes Brachthäuser. Morgen heißt unser Thema, morgen haben wir eine Themennacht. Das Thema heißt unkonventionelle Liebesbeziehungen. Ich möchte mit Menschen sprechen, die nicht, das meine ich jetzt nicht abwerten, aber nicht so in der 0815-Version mit jemandem verbunden sind, sondern ganz ungewöhnlich. Vielleicht mit mehreren oder eine ganz ungewöhnliche Liebe leben und vielleicht damit auch ihre Schwierigkeiten haben, was so die Gesellschaft und die Umwelt anbelangt. Ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen. Um 1 sind wir da im Radio, bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht. Ciao.